Yeah, I have joy to preach the word of God today. Ich habe tiefe Freude, das Wort Gottes heute zu predigen. And I'm really excited what Jesus did for us. Und ich bin darüber aufgeregt, was der Herr für uns getan hat. Actually, we need to be excited what Jesus did to us. Und wir sollten wir auch sein, aufgeregt darüber, was Jesus für uns getan hat. You know, when I came here to Germany and the first time I heard this song, Ich weiß meine Erlöserin, I got in love at first sight with this song. Als ich hier nach Deutschland gekommen bin, hatte ich zuerst Kontakt mit diesem Lied. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. I love that song because it reminds me that my Redeemer lives, that my Savior lives. Denn es erinnert mich jedes Mal daran, dass mein Erlöser wirklich lebt. You know, no matter where you find yourself, it's important that you remember that your Redeemer lives. Egal, wo du dich gerade befindest, es ist so wichtig, dass du das weißt, dass dein Erlöser lebt. No matter what somebody else says, or no matter what your enemy or your friend or your neighbor says, he has good plans for you. God, Jesus has good plans for you. Ganz egal, was dein Nachbar gerade sagt, was jemand anders zu dir sagt, der Gott hat gute Pläne für dich. So every morning when you wake up, you need to say that I know my Eloza lives today. And this day, ich weiß, dass mein Erlöser heute lebt. And this day, I'm going to see the goodness of God. Und ich werde heute die Güte Gottes sehen in meinem Leben. Rise up from my bed and expect the best. Ich stehe auf aus meinem Bett und ich erwarte das Weltallerbeste. You know, my topic today is the blood of Jesus speaks of better promises. So, mein Thema heute ist, das Blut Jesu spricht von besseren Versprechungen. You need to be excited because the blood of Jesus speaks of better promises. Du musst aufgeregt sein und erwartungsvoll, denn das Blut Jesu spricht von besseren Versprechungen. Hebrews chapter 12, it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, therefore, and is seated at the right hand of God. Rise and hear. Amen. So in Hebräer 12 steht es, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Obwohl er Freude hätte haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. So it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So in Hebräer 12 steht in Vers 2, dass wir auf Jesus aufschauen sollen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. I don't know who you've been looking at. Ich weiß nicht, wen ihr bisher angeguckt habt. But you see, the Bible says that we need to look at Jesus. Aber die Bibel sagt uns, dass wir auf Jesus schauen müssen. He is the beginner and the ender of our faith. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. You know, I love this song that you've been singing that says, He is Alpha and Omega. Ich liebe dieses Lied, das wir singen, in dem es heißt, dass er Alpha und Omega, der Anfang und das Ende ist. You know, it's very important that we focus our sight upon Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir unseren Blick ausrichten auf Because ihn. He began our faith. Denn er hat unseren Glauben begonnen. You know, I think 4 Sundays ago I preached a message about the blood, the importance of the blood. Vorher habe ich schon mal eine Predigt gehalten über die Wichtigkeit des Blutes. And I remember I said that as the Bible says, in fact I read the verse that says that the blood of Jesus Christ begins a new covenant. Und ich erinnere mich daran, dass ich euch gepredigt habe, dass das Blut Jesu einen neuen Bund begonnen hat. And the Bible says that the blood of Jesus speaks of better promises than the blood of Abel. Und die Bibel sagt uns, dass das Blut Jesu eine bessere Versprechung und Verheißung hat als das Blut Abels. Hebrews 12:24 it says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Jesus' blood speaks of better things than the blood of Abel. Und in Hebräer 12, Vers 24 steht, und zu dem Mittler des Neuen Testaments, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das da besser redet als das Blut Abels. How many of us have ever seen blood? Das war eine schöne Übersetzung. Entschuldigung. It's okay. It's in Ordnung.
Okay. I want to know how many of you have ever seen blood. So, von euch wissen, wer von euch schon Blut gesehen hat. Entschuldigung. Okay. And how many of us have ever heard blood speaking? So, wer von euch hat schon mal Blut sprechen gehört? How many of us have ever heard blood speaking? I've heard blood speaking before. Ich habe schon Blut sprechen gehört. How many of us believe me? Wer von euch glaubt mir? How many of us do not believe me? Wer von euch glaubt mir nicht? Ehrlich. I have to hear the explanation first. Okay. You see, the Bible says, Hebrews chapter 12, 24, unto Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Hebräer 12, Vers 24 spricht von Jesus, dem Vermittler des neuen Bundes, und dessen Blut besser spricht als das Blut Abels. For those who were here 4 weeks ago when I was teaching about the blood, I remember I mentioned, and I mentioned to us the different verses that the Bible says we should not drink or eat blood. How many of us eat or drink blood? Für diejenigen von euch, die vor 4 Wochen schon mal hier waren, als ich über das Blut gepredigt habe, da ging es darum, dass wir nicht Blut essen oder trinken sollten. Why? Why should we not eat or drink blood? Warum sollten wir das nicht tun? The definition of blood is life itself. So, die Definition von Blut ist das Leben selbst. And I remember I mentioned that when you lose a lot of blood, you can easily die. Also ich habe damals gesagt, dass wenn du eine Menge Blut verlierst, du ganz einfach sterben kannst. When you lose blood, you can die. Wenn du dein Blut verlierst, wirst du And that's why when people are involved in an accident and the doctors come and they realize that they've lost a lot of blood, they have to look for a way how they can add the more blood. Is it true, doctor? So, also wenn es einen Unfall gibt und die Helfer kommen an den Ort, ist das erste, was sie tun, zu gucken, dass sie die Blutung stoppen. If you look in the dictionary, the definition of blood is life itself. So, im Wörterbuch steht, dass Blut das Leben selbst ist. And we read last time that the Bible says that life is in the blood. Und letztes Mal haben wir gelesen, dass das Leben in Blut ist. And that's why God says you should not eat blood, you should not drink blood, because if you're eating and drinking blood, it means you are eating and drinking the life of whatever you've taken the blood from. Und darum sagt uns die Bibel, dass wir Blut nicht essen oder trinken sollen, weil wenn wir das Blut essen oder trinken, dann essen wir das Leben selbst, wo immer das Blut auch herkommt. So when we read this with this explanation, when you read Hebrews chapter 12, it means that the life of Jesus speaks of better things than the life of Abel. So, in Hebräer 12 sagt uns die Bibel, dass das Blut Jesu von besseren Dingen spricht als das Blut von Abel. The blood of Jesus speaks of better things than the blood of Abel. Das Blut Jesu spricht von besseren Dingen als das Blut Abel. So blood speaks. So Blut spricht. Blood speaks. Blut spricht. You know, I'm looking. But the Bible says, Hebrews chapter 12, verse 24, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks of better things than that of Abel. Und nochmal zurück zu Hebräer 12. In Vers 24 steht, dass Jesus als der Mittler des neuen Bundes aus dem Blut der Besprengung das besser spricht als Abels Blut. The definition of better is something to a greater degree, superior in wealth or good quality. Die Definition von besser. Greater degree. Ist ein höherer Grad. Superior in wealth. Überragend in Wertigkeit. And in good, it's a good quality. Und in guter Qualität. So the Bible says that the blood of Jesus speaks of something which is superior in wealth. So, die Bibel spricht vom Blut Jesu als etwas, was überragend ist in Wertigkeit. The blood of Jesus speaks of something of good quality. Von etwas, was eine sehr gute Qualität hat. Than the blood of Abel. Besser als das Blut von Abel. Now, if you know the story of Abel, Abel was killed. Wenn du die Geschichte von Abel kennst, Abel wurde getötet. By his brother Cain. Von seinem Bruder Cain. And we read that in Genesis chapter 4, verse 10. Und wir lesen das in Genesis 4, Vers 10. And this is what
after Cain killed his brother, God spoke to Cain and said, the Lord said, what have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Und das ist, was Gott in die Bibel sagt. Nachdem Cain seinen Bruder getötet hatte, spricht Gott und sagt, was ist das? Das Blut seines Bruders schreit zu mir zum Himmel. So, der Erde heraus. Cain killed his brother Abel. Cain hat seinen Bruder Abel getötet. And God comes and speaks to Cain and says, the blood of your brother, the life of your brother is crying out to me from the ground. Also Gott kam zu Cain und hatte gesagt, das Leben, das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde heraus. If the blood of Abel was crying from the ground, what do you think the blood was crying out? What was it saying? Was glaubt ihr, was das Blut geschrien hat? Was hat es gesagt? I believe vengeance, revenge. Ich glaube, dass es nach Rache geschrien hat. But the Bible says the blood of Jesus Christ speaks of something better than the blood of Abel. Aber die Bibel sagt uns, dass das Blut Jesu nach etwas Besserem and that's why schreit als das Blut von Abel. When you received Jesus in your life, das ist, wenn du zum ersten Mal Jesus in deinem Leben aufnimmst. And you've accepted what Jesus did for you at the cross. Und du annimmst, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. You need to go in your word, in the Bible, in the Word of God, and learn and study the Word and get out what is this better things than the Word that the blood of Jesus speaks of. Dann musst du dir das Wort vornehmen und herausfinden, was das ist, was Gott dir da versprochen hat, dass das Blut Jesu eine bessere Qualität hat als das Blut Abels. There's a time I preached a message, and we have the CDs here. After the service, you can have one of them. Ich glaube, ich habe vor einiger Zeit darüber gepredigt und es gibt hier eine CD, die könnt ihr mitnehmen. And in the preaching, I was teaching about one of the names of God. Und in dieser Predigt habe ich über einen Namen Gottes gepredigt. And I said one of the names of God in Hebrews is called Elohim Selichot. Und ich habe darüber gesprochen, dass in Hebräisch einer der Namen Gottes Elohim Selichot ist. And Elohim Selichot means God of forgiveness. Und das bedeutet der Herr der Vergebung. God is a God of forgiveness. Gott ist ein Herr der Vergebung. And the blood of Jesus Christ speaks of forgiveness. Und das Blut Jesu Christi spricht von Vergebung. No matter what you've done, you can be forgiven. Egal, was du getan hast, dir kann vergeben werden. No matter what your past is or what your past was, you can be forgiven. Ganz egal, wie deine Vergangenheit aussieht, dir kann vergeben werden. You remember Luke chapter 23 verse 34. Du erinnerst dich an Lukas 23? As Jesus was after Jesus had been crucified, Jesus cries out, and the Bible says, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garment and cast lots. Und als Jesus gekreuzigt wurde, da hat er ausgeschrien, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus cries out, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. The blood of Jesus Christ speaks of forgiveness. Das Blut Jesu Christi spricht von Vergebung. And for those who are here, the time that I was teaching about the temple. Und für die von euch hier waren, als ich über den Tempel gepredigt habe. I said about, I explained how the priest used to take the blood and take it into the Holy of Holies before God to ask for forgiveness. Habe ich euch erklärt, wie die Priester das Blut der Tiere, der Opfertiere genommen haben und es in das Allerheiligste gebracht haben, um es zu Gott zu bringen. And I read the word of God, which says that Jesus took his blood into the throne room of God. Und ich habe euch erklärt, dass Jesus sein Blut genommen hat und es in die Gegenwart Gottes, in den Thronsaal Gottes gebracht hat. And that's why we don't need to kill an animal every year and take the blood to God for our sins to be forgiven. Und das ist der Grund, warum wir heute nicht mehr jedes Jahr ein Tier schlachten müssen, um das Blut in die Gegenwart Gottes zu bringen, um Vergebung für unsere Sünden zu erlangen. Jesus died once and for all for your forgiveness. Jesus ist ein für alle Mal für unsere Vergebung gestorben. And he took his blood into the throne room of God, before God, to und ask for your forgiveness. Und er hat sein Blut in den Thronsaal Gottes getragen und vor Gott gebracht, um für uns für Vergebung zu erlangen. You know, the Bible says that all of us have sinned and we have fallen short of the glory of God. Die Bibel sagt uns, dass wir alle gesündigt haben.
Many, many times we find ourselves sinning. Und ganz oft ertappen wir uns dabei zu sündigen. Many times we find ourselves that we've fallen into sin. Und sehr oft erleben wir das, dass wir sündigen. But when you fall into sin, do not remain in sin. Aber wenn du gefallen bist, dann bleib darin nicht stecken und bleib dort nicht liegen. You need to know that God is ready to forgive you at all times. Du musst wissen, dass Gott immer bereit ist, dir zu jeder Zeit zu vergeben. In fact, anytime you fall into sin, you need to run to God and receive forgiveness. Und wenn du in Sünde gefallen bist, dann musst du zu Gott rennen, in allerschnellstens, und um Vergebung bitten. Because the meaning of sin is separation from God. Denn die Bedeutung von Sünde ist Trennung von Gott. In fact, the Bible says that God is completely separated from sin. God has nothing to do with sin. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott komplett getrennt ist von der Sünde. Er hat nichts zu tun mit Sünde. So anytime you fall into sin, so jedes Mal, wenn wir sündigen, don't stay in the sin. Bleib dort nicht stehen. Run to God. Renn zu Gott. And tell God, I have sinned. Und sage ihm, dass du gesündigt hast. I have sinned. Ich habe gesündigt. And he'll be ready to forgive you every time. Und er wird jederzeit und immer bereit sein, dir zu vergeben. You know, I always say that David has been always a good example for me. Und ich habe euch gesagt, dass David immer ein sehr gutes Beispiel für mich ist. You remember the time that he sinned? Ihr erinnert euch an die Zeit, wenn er gesündigt hat. And when it came into realization that he had done something against God, he went and cried before God and asked for forgiveness. Und als ihm bewusst wurde, dass er etwas gegen Gott getan hat, dann ist er in die Gegenwart Gottes gerannt und hat um Vergebung geschrien. And God heard his prayer. Und Gott hat sein Gebet erhört. And God forgave him. Und Gott hat ihn vergeben. So anytime you fall into sin, run to God and receive the forgiveness of your sins. So jedes Mal, wenn du in Sünde fällst, renn zu Gott und lass dir vergeben. Because the blood of Jesus Christ speaks of forgiveness. Denn das Blut Jesu Christi spricht von Vergebung. In fact, I like Romans chapter 8, which says that Jesus is seated at the right hand of God, making intercession for each and every one of us. Denn ich liebe Römer 8, in dem steht, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt und für uns bittet. You know, when I think of this scripture, I see that anytime I sin and I run to God and ask for forgiveness. So wenn ich darüber nachdenke über die Schrift und jedes Mal, wenn ich gesündigt habe, ich zu Gott renne und um Vergebung bitte. And when I ask for forgiveness. Und wenn ich um Vergebung bitte. Because Jesus is sitting at the right hand of God, making intercession for us. Weil Jesus zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Jesus goes with his blood. Geht Jesus mit seinem Blut. And he tells God, he has sinned. Und er sagt zu Gott, ja, der hat gesündigt. He has asked for forgiveness. Und er hat um Vergebung gebeten. Instead of judgment. Anstelle von Gericht. Remember mercy. Erinnere dich deiner Gnade. Instead of judgment. Anstelle von Gericht. Remember that my blood was shed for their forgiveness. Erinnere dich daran, dass mein Blut vergossen wurde für ihre Vergebung. The blood of Jesus was shed for our forgiveness. Denn das Blut Jesu wurde für unsere Vergebung vergossen. So turn from sin and run to God. Also wende dich ab von der Sünde und renne zu Gott hin. Turn from sin and run to God and ask for forgiveness. Wende dich ab von der Sünde und renn zu Gott hin und frag um Vergebung. And God will freely forgive you. Und Gott wird dir großzügig vergeben. He's ready to forgive you at all times. Er ist jederzeit bereit, dir zu vergeben. He's full of forgiveness. Er selbst ist voll von Vergebung. God is full of forgiveness. Er ist voll von Vergebung. Just tell your neighbor, God is full of forgiveness. Erzähl es deinem Nachbarn, sag es deinem Nachbarn, dass Gott voll von Vergebung ist. And he wants to forgive you. Und er will dir vergeben. He's ready to forgive you. Er ist bereit dazu. But you see, the good thing about forgiveness. Das Gute an der Vergebung ist. God forgives you and he restores you. Gott vergibt dir und er stellt dich wieder her. He forgives you and he restores you. Er vergibt dir und er stellt dich wieder her. So God wants to forgive you. Er will dir vergeben. And he wants to restore you. Gott will dich wiederherstellen. I believe God is speaking to somebody and God is saying, turn to him for forgiveness. Und ich glaube, dass Gott zu jemandem spricht und ihm das zusagt. Wende dich zu mir zur Vergebung.
When you repent of your sin, wenn du deine Sünden bekennst, you are going to be reconciled with God. Bist du wieder mit Gott vereinigt. This word reconcile is to settle a dispute. Dieses Wort reconcile bedeutet einen Disput beilegen, einen Streit beilegen. So when we repent, we are going to be reconciled back to God. So wenn wir unsere Sünden bekennen, dann werden wir wieder versöhnt mit Gott. 2 Corinthians chapter 5, 18-19 says, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed that to us the word of reconciliation. So in 2. Korinther, aber all, das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns das Amt gegeben, dass die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht an und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Aha, I repeat, now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ. Ich wiederhole das nochmal. Nun er, der uns versöhnt hat mit Gott durch Jesus Christus. Through Jesus Christ we've been reconciled back to God. Durch Jesus Christus sind wir mit Gott versöhnt. So when you believe in Jesus and you repent of your sins, you are reconciled back to God. So wenn du an Jesus glaubst und du deine Sünden bekennst, dann bist du wieder versöhnt mit Gott. You know, any time I read this 2 Corinthians 5, 18-19, my heart cries out because I realize that God has reconciled me back to him. Denn jedes Mal, wenn ich diese Verse lese, dann schreit mein Herz auf, da es mich daran erinnert, dass ich wieder versöhnt bin mit Gott. But I realize that God has given me a responsibility. God has given me work to do. And the same thing applies with you. Und ich erkenne, dass Gott mir eine Verantwortung dafür gegeben hat. Er hat mir eine Arbeit gegeben, die ich zu tun habe. Because he says that in Jesus Christ we have been reconciled back to God. Denn in Jesus Christus sind wir wieder mit Gott versöhnt. But at the same time he says that God has given us a ministry of reconciliation. Und in derselben Zeit bedeutet das, dass Gott uns einen Dienst gegeben hat der Versöhnung. So it means everywhere you are, be it in the school, be it at home, be it on the streets, be it at your workplace, you are supposed to be in the business of reconciling people back to God. Denn an jedem Ort, an dem du dich dann befindest, bist du in der Verantwortung vor Gott, sei es egal wo du bist, in der Schule, auf der Arbeit, zu Hause, Leute mit Gott wieder in Versöhnung zu bringen. Even in the Internet. Sogar im Internet. When you go in the Internet, instead of writing some funny things or checking some funny things, you need to be working, reconciling people to God. Sogar im Internet, wenn du anstelle, dass du dort irgendwelche lustigen oder komischen Sachen schreibst und machst, solltest du darauf aus sein, Leute wieder mit Gott in Versöhnung zu bringen. Because the Bible says God has given each and every one of us a ministry of reconciliation. Denn Gott hat jedem von uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben. Each and every one of us has a ministry. Jeder von uns hat einen Dienst. And I believe it's high time that we start being involved in the ministry that God has given us. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir damit beginnen, in den Dienst einzutreten, den Gott uns gegeben hat. Our ministry is a ministry of reconciliation. Und unser Dienst ist ein Dienst der Versöhnung. We need to take out this message of reconciliation out. Wir müssen diesen Dienst der Versöhnung wieder. We go out to the message of reconciliation. Praktizieren. Yeah, because when you read verse 19, this is what verse 19 says. That is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses on them. Da steht in Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. It means that when Jesus was in the process of reconciling us, of restoring us back to God, God was together with him. Das bedeutet, dass Jesus,
als er in diesem Prozess der Versöhnung, in diesem Prozess steckte, uns mit Gott zu versöhnen, Gott mit ihm war. Jesus was not dying on the cross. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. And then, at that time, God was having holiday somewhere in Mallorca. Und Gott hatte gerade Urlaub in Mallorca. No. The Bible says when Jesus was dying on the cross, God was together with him in the process of reconciling the whole world back to him. Sondern die Bibel sagt uns, dass während Jesus gestorben ist, Gott mit ihm war in diesem Prozess, als Jesus uns mit Gott versöhnt hat. And the Bible says that God was not imputing, he was not putting the sins of the world upon the world. Gott hat nicht die Sünde der Welt auf die Welt gelegt. But he put them on Jesus. Aber er hat sie auf Jesus gelegt. So you are not supposed to be carrying sin. So sind wir nicht dazu auserwählt worden, unsere Sünde zu tragen. Take it to Jesus. Bringt sie zu Jesus. You know, we are living in a world when you do something wrong and when you sin, people. Wir leben in einer Welt, in der es geschieht, wenn du etwas falsch machst. People will be able to blabber, talk about your sin. They talk about your sin. Dann werden die Leute über deine Sünde reden. I had one preacher one time that says, instead of taking me to another person to talk concerning me with another person, take me before God, go on your knees and pray for me. Amen. Ich habe einen Pastor gehört, der gesagt hat, anstelle mir meine Sünde vorzuwerfen, geh zu Gott und bringe mich vor Gott und spreche mit ihm über mich. When you see somebody see me, don't go and say, Dorothy, you know, I saw her. Uh-huh. I saw this. Also, anstelle so etwas zu tun, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, du, ich habe dich gesehen, ich habe dich erwischt, sozusagen. Go on your knees and pray for this person. Geh auf deine Knie und bete für diese Person. And after praying, und danach, look for ways how you can restore this person back to God. Suche einen Weg, um diese Person wieder in die Gegenwart Gottes zu bringen. The same thing applies with me. When you see me falling in sin, do not let me die in sin. Wenn du siehst, dass ich in Sünde falle, dann lass mich dort nicht sterben. There's a scripture I like so much, and it says, God is not happy that a human being dies in sin. Gibt es eine Schriftstelle, die ich so sehr liebe, in der es heißt, dass Gott nicht glücklich darüber ist, dass ein menschliches Wesen in Sünde stirbt. When somebody dies in sin, sin, you know what sin does? Sin separates you from God. Wenn jemand in Sünde stirbt, dann ist er von Gott getrennt. So when you die in sin, it means you are forever separated from God. Wenn du in Sünde stirbst, dann bedeutet das, dass du für immer von Gott getrennt bist. And when we read the word of God, it says that God loves us with an everlasting love. Und wenn du mit Gott bist, dann bedeutet das, dass Gott dich für immer mit einer ewig währenden Liebe liebt. The Bible says that God loves us with an everlasting love. Gott liebt uns mit einer immerwährenden Liebe. And that's why he doesn't want us to be forever separated from him. Und darum wollen wir nicht für immer von ihm getrennt sein. And in fact, he says, repent so that you don't die in your sin. Darum sagt er uns, dass wir unsere Sünden bekennen sollen, damit wir nicht in unserer Sünde sterben. Touch your neighbor and tell your neighbor, repent so that you don't die in your sin. Pass mal deinen Nachbarn an und sag ihm, dass er seine Sünde bekennen soll, damit er nicht in Sünde stirbt. Nobody told you. So the Bible says the blood of Jesus Christ speaks of better things than the blood of other. Das ist warum die Bibel davon spricht, dass das Blut Jesu eine bessere Sprache oder von besseren Dingen spricht als das Blut Abels. The blood of Jesus Christ speaks of grace. Das Blut Jesu Christi spricht von Gnade. I know somebody here is called Grace. Ich weiß, dass jemand hier Gnade genannt wird. Yeah, that's a good name. Das ist ein guter Name. When we call you starting from today, Grace, you need to know my name means unmerited favor. Also Gnade, der Name Grace bedeutet eine unverdiente Zuwendung, eine unverdiente Gnade. John 1:17, it says, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Wow. Und in Johannes 1, Vers 17 lesen wir, dass das Gesetz war durch Moses gegeben. Aber die Gnade und die Wahrheit ist uns durch Jesus Christus gegeben worden. Grace and truth came through Jesus Christ.
Denn Gnade und Wahrheit kommen durch Jesus Christus. John 1:16, he says, and of his fullness we have received grace for grace. Und in Johannes 1, Vers 16 heißt es, von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. And of his fullness we have received grace for grace, unmerited favor upon unmerited favor. Und von seiner Gnade haben wir von seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. You know, that's why I like songs that are full of scriptures. I like singing them. And because when I sing them, it reminds me of what Jesus did for me. When darum I sing them, it reminds me of scriptures. Die voll mit Bibelversen sind, weil diese Lieder mich daran erinnern, diese Schriftstellen in meinem Herzen zu behalten. When I sing this song, all the Fülle ist in dir, O Herr, und alle Schöne kommt von dir, O Herr. Okay, er liebt dieses Lied. Es ist eins seiner super Lieder. Yeah, it's one. In fact, Saturday we usually have home cell in our home. Am Samstag haben wir eigentlich Hauskreis in bei uns zu Hause. And in our home cell, that anthem songs that we sing every Saturday, and we don't get tired of singing them. Und wir singen das dort jeden Samstag, und wir werden überhaupt nicht müde, das zu singen. Well, that is Alle Fülle ist in dir, O Herr. Das ist dieses Lied, Alle Fülle ist in dir, O Herr. And that also, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieses Lied, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. But you see, when I sing Alle Fülle ist in dir, O Herr, it reminds me that all of and all of his fullness we have received grace upon grace. Und wenn ich dieses Lied singe, dann erinnert es mich daran, dass ich empfangen habe aus Gottes Fülle Gnade um Gnade. So there is enough favor, unmerited favor, that you need to accept from God. Und da ist genug Fülle und genug Gnade, aber du musst das annehmen von Gott. You know, even here in life, you need to expect to be favored. Sogar hier in diesem Leben musst du erwarten, gesegnet zu sein. For a long time, you know, I've been confessing that I'm God's favorite child. Ich habe vor langer Zeit einmal bekannt, dass ich Gottes Lieblingskind bin. Aha. Und ich sage das immer wieder. Ich bin Gottes Lieblingskind. Das kann nicht sein, ich bin das. Ja, du musst diese Offenbarung bekommen und du musst für sich selbst sprechen. Okay. I am God's favorite child. I am God's favorite child. You are also God's favorite child, but you need to have this revelation and you say, I am God's favorite child. I expect that I'm going to be favored everywhere. Also du musst diese Offenbarung für dich selber bekommen und du musst das erwarten. Und du musst für dich selber wissen, ich bin Gottes Lieblingskind. Wow. And I pray and I say, God, I expect to be favored. Und du musst das erbitten und erbeten und sagen, Gott, ich erwarte das, dass ich dein Lieblingskind bin. Out of his fullness we have received grace upon grace. We have received favor upon favor. Aus seiner Fülle heraus haben wir das empfangen, Gnade um Gnade. The blood of Jesus Christ speaks of better things than the blood of Abel. Das Blut Jesu Christi spricht von besseren Dingen als das Blut Abel. It speaks of restoration. Es spricht von Wiederherstellung. The definition of restoration is renewal, revival or establishment. Also die Definition von Wiederherstellung ist Erneuerung. Revival? Wiederbelebung. Return of something to a former original state. Die Zurückkehr zu einem vorhergehenden Urzustand. You know what I like with God, eh? When he says, okay, I'm going to restore you. Wenn Gott dir sagt, ich werde dich wiederherstellen. He means he's going to return you to the former original state. Dann wird er dich wieder an den Punkt bringen, an dem du ursprünglich geschaffen warst. But the former original state of God is better than the original state. If you can understand that. Aber dieser Zustand ist besser als dein ursprünglicher Zustand. Each and every one of us, we know the story of Job. Wir kennen die Geschichte von Hiob. The Bible says he lost everything. One time he was the richest man in the city, and the other time the next day he was the poorest man in the city. Alles verloren hat. An einem Punkt war er der reichste Mann seiner Gegend, und einige Zeit später war er der absolut ärmste Mann seiner Gegend. But at the end of the book of Job, the Bible speaks of something very nice.
Und am Ende dieses Buches spricht die Bibel von etwas sehr Nettem. Job 42, verse 12, it says, "Now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys." Und in Hiob 42, in den letzten Versen, steht, dass der Herr den letzten Teil seines Lebens viel mehr gesegnet hat als den Beginn seines Lebens. Und er hatte 14.000 Schafe und 6.000 Kamele, 1.000 Rinder und Ochsen und 1.000 female, also weibliche Esel. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? How many of us want to stay in the same state that you are in now? Wie viele von euch möchten in diesem Zustand, in dem ihr jetzt seid, bleiben? That tomorrow you wake up, your life is just the same. Wenn du morgen früh aufstehst, wird dein Leben wieder das gleiche sein. Next week, next year, when I look at you, your life is just the same. You've not changed. Wenn du nächstes Jahr kommst und ich sehe dich, dann wird es immer noch dasselbe sein. Dein Leben hat sich nicht verändert. You know, when somebody remains the same all the time, then that's a mad person. A mad person is the one who this year you find him, he's not combed his hair. Next year he's not combed his hair. He's the same. So, wenn jemand immer gleich bleibt und sich nicht weiter verändert, dann ist er eigentlich eine verrückte Person. But God wants to change you from glory to glory. Aber Gott möchte dich verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. He wants to change your life completely. Er möchte dein Leben komplett verändern. You know, the people who knew me last year, they see me, I am a changed person. Die Leute, die mich letztes Jahr gekannt haben, die sehen, dass ich mich verändert habe. Ich bin eine veränderte Person. When I go to Kenya, when people see me, they see this is a changed man. Wenn ich nach Kenia gehe, dann sehen die Leute, dass ich mich verändert habe. Because in Kenya I was weighing 70 kilos. Als ich in Kenia war, habe ich 70 Kilo gewogen. Now I'm weighing 100 kilos. Jetzt wiege ich 100 Kilo. So God has taken me from one glory to another. Also hat Gott mich von einer Herrlichkeit in die nächste geführt. But you see, the word of God says, now the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Aber seht ihr, die Bibel sagt, dass Gott die letzten Tage Hiobs viel mehr gesegnet hat als seinen Beginn. You know, the good thing about God is that he is an expert in making things look better. Und wisst ihr, das Gute an Gott ist, dass er wirklich ein Experte darin ist, Dinge besser zu machen. And I pray that your latter days is going to be better than your beginning. Amen. Und ich habe dafür gebetet, dass deine letzten Tage besser sein werden als dein Anfang. We read at the beginning that we need to focus our lives upon Jesus, who's the beginning of our faith. Und wir haben darüber gelesen, dass we focus on Jesus, who's the beginning of our faith. Dass wir unseren Blick ausrichten müssen auf Jesus, der Anfänger unseres Glaubens ist. But you see, when Jesus begins this faith in us, he doesn't want us to just remain in the same place, in just the same way we were in when he found us. Und als Jesus den Glauben in uns gelegt hat und den Glauben dort begonnen hat, dann will er nicht, dass wir dort stehen bleiben. He wants to change you. Er möchte uns verändern. That even you will think differently, you will speak differently, you will dass do things differently. Anders denken und anders reden und dass wir die Dinge anders tun. In fact, I like the book of Isaiah 36, which says that he removes that heart of stone and replaces, gives you a new heart. He gives you a new spirit. Und im Buch von Jesaja, diese Stelle liebe ich sehr, steht, dass er unser Herz aus Stein herausnehmen will und uns ein neues Herz aus Fleisch geben will und unseren Geist wow. erneuern will. Wow, that is the process of resurrection. He makes you new. Herstellung. Er macht uns neu. In fact, I love 2 Corinthians. What you've just read, we've read 5:19. Das, was wir gerade gelesen haben aus 2. Korinther 5, Vers 19. Ich liebe diese Stelle. But when you start from verse 17, he says, in Christ Jesus, you are a new creature. Aber in Vers 17 heißt es, dass wir in Jesus Christus eine neue Kreatur sind. How is a new creature? How does a new creature looks like? Wie sieht eine neue Kreatur aus? It doesn't look like an old creature. It is not old. It is something new. Es sieht nicht aus wie die alte Kreatur. Es ist etwas Neues. And that's why there's an English version that says that when in Jesus, when you receive Jesus in your life, you become a creature that never existed before.
In einer anderen englischen Version heißt es dort, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, du eine Kreatur wirst, die es vorher so nicht gegeben hat. Aha. So when somebody receives Jesus, when they repent of their sins, they are being forgiven, they are being they receive grace, they are being restored, and in this process of restoration, he makes you new. Before you met Jesus, you looked ugly. But when you met after meeting Jesus, somebody looks at you and says, "Wow, you are the most beautiful lady I've ever seen. Wow, you are the most handsome man I've ever seen." So, wenn du Jesus angenommen hast und Jesus in dein Leben gekommen ist, dann gibt es eine Wiederherstellung, dann gibt es eine Veränderung in deinem Leben und du siehst dann auch letztendlich anders aus. Du denkst anders, du handelst anders, du siehst, gehst die Dinge anders an. Und Jesus, das ist das, was Jesus für dich tut. Er wird dein Leben verändern. Amen. And you know, I believe God is in the process of restoring us. God is in the process of restoring you. Und Gott ist dabei, in dem Prozess, uns zu verändern. Er verändert dich gerade. You know, there are many people who think that when somebody becomes a Christian, then you need to become poor. So, viele Leute denken, wenn jemand Christ wird, dann muss er arm werden. In fact, many rich people, they don't want to get saved because they think that once you get saved, once you receive Jesus, you need to become poor. Viele Leute glauben, dass man arm werden muss, wenn man Christ wird. It's not supposed to be like that. Es ist überhaupt nicht so vorgesehen. It's not supposed to be like that. If you are poor, how are we going to preach the gospel? How are we going to? We've been given a responsibility of taking the reconciliation message ahead. But how are we going to do that when we are poor? Also wie sollen wir das machen, wenn wir arm sind? Uns wurde eine Verantwortung gegeben, die gute Botschaft vorwärts zu tragen. Wie sollen wir das machen, wenn wir arm sind? And that's why I like the story at the end of Job, where God says God blessed him more than his beginning. Darum liebe ich diesen Vers aus dem Ende von dem Buch Hiob, in dem gesagt wird, dass Gott ihn am Ende mehr gesegnet hat als in seinem Anfang. The Bible says God blessed his end than his beginning. Gott hat sein Ende gesegnet mehr als seinen Anfang. I pray that God is going to bless you than your beginning. That is going to do something good. When I look at you, I will see God's blessing upon your life. Amen. Und ich bete für euch, dass Gott euren Anfang segnet. Und wenn ich euch sehe, dann ist es gut, dass Gott euch segnet. You know, the blood of Jesus, it speaks about healing. Aber das Blut Jesu spricht von Heilung. To be healed is being cured of a sickness. Und geheilt zu werden bedeutet, von einer Krankheit geheilt zu werden. Isaiah 53 verse 5 is one of my favorite scriptures. It says, "But he was wounded for our transgressions; he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed." Wow. Und in Jesaja 53 heißt es, dass er um unserer Missetat willen verwundet wurde und um unserer Sünden willen geschlagen. Die Strafe lag auf ihm oder liegt auf ihm, damit wir Frieden finden. How many of us are sick? Durch seine Wunden sind wir geheilt. How many of us are sick? Wie viele von uns sind krank? Expect to be healed. Erwarte, geheilt zu werden. Because the blood of Jesus speaks of better things. It speaks of healing. Denn das Blut Jesu spricht von besseren Dingen. Er spricht von Heilung. The word of says by the stripes of Jesus, when Jesus was caned, blood came out, and the Bible says by his stripes we were healed. Als Jesus geschlagen wurde, trat sein Blut aus der Wunde, und die Bibel sagt uns, dass durch seine Wunden wir geheilt sind. You know, I'm tired of listening to people say that healing is not God's will. Ich bin müde davon, Leuten zuzuhören, die mir sagen, dass Heilung nicht der Wille Gottes sei. Healing is God's will. Heilung ist der Wille Gottes. Yeah. Absolut. And that's why when Jesus was here on earth, the Bible says he went about healing people restoring them health. Als Jesus hier auf dieser Erde war, ist er herumgegangen und hat Leute geheilt. Das erzählt uns die Bibel. Und er hat sie wiederhergestellt. I was somewhere praying and I'm praying for healing for somebody, and then somebody says, "Lord, I pray that you take him home quickly." Ich habe mal für jemanden um Heilung gebetet, und dann hat noch jemand gebetet, der sagte dann: "Herr, ich bitte dich darum, dass du ihn schnell nach Hause nimmst." I said, "What?" Ich habe mich etwas aufgeregt.
God can heal, but this person does not believe that healing is God's will. Healing is God's will. Amen. Gott kann heilen, aber diese Person hat nicht geglaubt, dass der Heilung der Wille Gottes ist. Aber Gott kann heilen. You know, when I say this, I talk of experience. I've been healed many times. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich bin sehr oft geheilt worden von Gott. In fact, out of impossible sicknesses. Heraus aus unheilbaren Krankheiten. So I believe healing is God's will. Amen. Ich glaube, dass Gottes Wille Heilung ist. There's a song I like. It says, there is healing in this place. Healing in this place. Manifested healing come. And it goes around and sing, there is healing in this place. Und es geht darum, dass Heilung an diesem Ort ist, in der Gegenwart Gottes. So the blood of Jesus Christ speaks of healing. So das Blut Jesu Christi spricht von Heilung. The blood of Jesus Christ also speaks of long life. Und das Blut Jesu Christi spricht von einem langen Leben. Psalms 91, verse 16 says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. In Psalm 91 heißt es, mit einem langen Leben werde ich ihn zufriedenstellen und ich werde ihm meine Errettung zeigen. You know, for a long time, I've been reading Psalms 91 and I've been personalizing it. Where you say, I put my name and I say, For example, 16 says, with long life I will satisfy him and show him my salvation. I say, with long life, God will satisfy Maxwell and show him his salvation. Lange Zeit habe ich die Psalmen personalisiert gelesen und ich habe meinen Namen dort eingesetzt. Und ich habe dann also gelesen, mit einem langen Leben werde ich Maxwell zufriedenstellen und ich werde ihm meine Errettung zeigen. I don't expect to die as a youth. Ich habe nicht erwartet, als Jugendlicher zu sterben. I almost died as a youth. Ich hätte das fast hingekriegt, ja. But I prayed and I say, God. In fact, one of the verses I have so many favorite verses in the Bible. I have so many favorite verses. Ich habe so viele Lieblingsverse in der Bibel. But one of the verses that I love. Aber einen, den ich besonders liebe. The Bible says that David did not die until he fulfilled his purpose in his generation. Die Bibel sagt, dass David nicht gestorben ist, bis er nicht den Zweck seiner Berufung in seiner Generation erfüllt hatte. I've made an agreement with God. God, I am ich not, habe eine Absprache mit Gott getroffen. I'm not ready to die before I finish my purpose here on earth. Und ich habe gesagt, Gott, ich bin nicht bereit zu sterben, bevor ich nicht den Zweck meiner Berufung auf dieser Erde erfüllt habe. And you know what God does? God gives me life and he enables me to fulfill what he's called me to do. Und wisst ihr, was Gott gemacht hat? Gott hat mir mein Leben gegeben und er hat mich befähigt, meine Berufung anzutreten. So the blood of Jesus speaks of better things. Das Blut Jesu spricht von besseren Dingen. With this message, you know, I'm just encouraging to, I mean, I'm encouraging you to expect better things from God. Darum ermutige ich euch, bessere Dinge von Gott zu erwarten. Expect the best from God. Erwarte das Beste von Gott. Because he has the ability to give you the best. Denn er hat die Fähigkeit, dir das Beste zu geben. He has the ability to forgive your sins. Er hat die Möglichkeit, dir deine Sünden zu vergeben. He has the ability to give you favor. Er hat die Möglichkeit, dir Gunst zu erweisen. He has the ability to restore your life. Er hat die Möglichkeit, dein Leben wiederherzustellen. And he has the ability to heal you. Und er hat die Fähigkeit, dich zu heilen. These are just part of the things, of the better things. But it's a long, long list that you cannot finish. Das sind nur einige Dinge dieser langen, langen Liste an Dingen, die Gott dir zugesagt hat. But these are things that you can start expecting God to give you. Aber es sind Dinge, die, von denen du anfangen kannst, sie zu erwarten. Let's just pray. Lass uns beten. Father, we just thank you for your word today. Danke, Vater, für dein Wort heute. And one thing I know is that one word from you will change our lives. Und ich weiß, dass ein Wort von dir unser Leben verändert. I pray for each and every one of us, O Lord. Ich bitte für einen jeden einzelnen von uns. That this short word that you are going to take, if it's only one word, dass du dieses kurze Wort, wenn es nur ein Wort von dir ist, use it to build our lives. Benutze es, um unser Leben aufzubauen. Father, I pray that you just use it. Vater, ich bete, dass du es gebrauchst. To work in our lives. Um in unserem Leben zu arbeiten. If any one of us have sinned, Lord, I pray for forgiveness.
wenn jemand von uns um Vergebung betet. If any of us needs favor, Lord, I ask for favor. Jesus, wenn jemand um Gunst bittet, dann bete ich für Gunst. And Lord, if anyone needs restoration, I pray for restoration. Wenn jemand Wiederherstellung braucht, dann bete ich für Wiederherstellung. We've seen how you restored Job, that his beginning, his end was better than his beginning. Wir sehen, wie du Hiob wiederhergestellt hast, dass sein Ende besser war als sein Anfang. Lord, I pray for restoration. Vater, ich bete um Wiederherstellung. If anybody is sick or if anybody has a family member who's sick, Lord, I pray for healing. Wenn jemand krank ist oder wenn jemand ein Familienmitglied hat, das krank ist, Vater, ich bete um Heilung. Or if we know anybody who is sick and they're crying out for healing, Lord, reach out to them and heal them. Vater, wenn jemand um Heilung schreit, strecke deinen Arm aus und heile sie. Set them free. Setze sie frei. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For the better things. Für die besseren Dinge. That we receive. Die wir empfangen. Through the death and the resurrection of Jesus. Durch den Tod und die Auferstehung Jesu. We thank you, Lord, and we give you praise. Wir danken dir, Herr, und wir geben dir Ehre. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, do you receive it? Amen. Amen.